Das Drohnenfliegen für mich privat bedeutet, einen anderen Blickwinkel auf die Umgebung zu bekommen, einen anderen Blickwinkel auf die Welt. Die Zusammenarbeit mit Rick muss passen. Wir müssen zusammenspielen. Schon seit langer Zeit, seit vielen Jahren, mache ich Musik mit noch zwei Kumpels zusammen. Bei der Musik muss der Ablauf stimmen. Das kann nicht jeder querspielen. Und genauso ist es auch beim Drohnenkompetenzcenter. Einfach drauf los, funktioniert nicht. Ich bin damals zur Werkfeuerwehr gekommen aufgrund der Tätigkeiten der Freiwilligen Feuerwehr in der sehr großen. Ich besitze auch privat zwei Drohnensysteme. Der damalige Leiter des Drohnenteams fand es als nützlich für die Arbeit im Drohnenteam in der BSF. Mit einer Drohne hat man ja viel mehr Möglichkeiten, ne? Also man kann wirklich große Behältnisse abfliegen, man braucht kein Gerüst. Ist es so, dass wir im Chemieunternehmen oder im Chemiebereich doch den einen oder anderen Stoff haben, der für die Menschen nicht so arg gesund ist. Und mit der heutigen Technik, die wir haben, können wir einfach vermeiden, da Menschen reinzuschicken. Eine Stunde vor Flug stimmen wir uns nochmal genau ab über die Wettersituation, über die Umgebung, ob alles stimmt. Und dann geben wir den Flug frei und dann kann Rick starten. Im Einklang mit Peter zu sein bedeutet für mich, dass wir uns gegenseitig auf unsere Arbeit verlassen können. Ich kann mich darauf verlassen, dass Peter die erforderlichen Genehmigungen eingeholt hat und die entsprechenden Behörden informiert hat. Es geht hier um Sicherheit. Man muss auch mal bereit sein zu sagen, nein, der Flug findet nicht statt, weil halt die Parameter nicht stimmen. Also ohne uns fliegt hier nichts. Als Drohnenpilot ist man am Ende vom Tag dafür verantwortlich, und zwar alleine und zu 100%, dass die Drohne sicher geflogen wird und auch sicher wieder auf den Boden kommt. Wichtig ist, dass man sich vertraut, dass man weiß, was der andere macht, was der andere kann. Als Annelina hat man ein gewisses Feeling für die Menschen in der BASF, ein gewisses Feeling für Abläufe. Ich bin auf jeden Fall stolz, hier zu arbeiten. Kein Tag ist gleich, jeder Flug ist anders. Immer wieder neue Situationen, immer wieder spannende Sachen, skurrile Sachen, die passieren. Das ist das Interessante an dem Job.